Ja, eigentlich. Also ich komme aus einer Bibliothek und da ist es ja schon so, dass es ganz oft immer darum geht, Material zur Verfügung zu stellen für die Studierende oder als Hilfestellung. Und da ist es eigentlich viel schlauer, wenn das eben nicht jeder für sich macht, sondern man etwas erarbeitet oder auch nachnutzen kann und sagen, das ist eine super Idee, die kann ich weiterentwickeln. Eine interessante Frage. Ich bin gar nicht darauf gekommen, Material als OER zu teilen. Denn als ich Material geteilt habe, war mir der Begriff OER überhaupt gar nicht bewusst. Es war ein Grundverständnis von Sharing is Caring. Und viele Jahre später bin ich erst mit diesem Begriff OER konfrontiert worden. Ich habe festgestellt, dass ich häufig auch ganz viele Sachen mache, die auch andere gut finden. Und andersrum, ich viele Sachen finde, die andere gemacht haben, die ich gut finde. Und da liegt es nahe, dass man eine Möglichkeit sucht, dass man die teilen kann, ohne dass man ständig nachfragen muss. Und da kamen die Creative Commons Lizenzen mir sehr entgegen und deswegen nutze ich die zum Teilen. Vor 2 Jahren bei der Hamburg Open Online University beworben und ich fand das Open ganz gut in der Hamburg Open Online University und dadurch bin ich erst darauf gekommen, dass dazu natürlich auch Open Educational Resources gehören und dann habe ich angefangen, die Sachen zu teilen, die ich so produziere und die wir machen. Also als Freund freier Software lag mir das nicht fern, mich damit zu beschäftigen. Ich habe schon relativ früh angefangen, mich für Creative Commons zu interessieren und als das zusammenfand mit Lehr-Lernmaterialien bei mir an der Hochschule, war mir das ja eigentlich selbstverständlich, dass ich damit rumprobieren will, rumspielen will.